Kleiner Moment bitte, ich lerne gerade. Ja, dieses Bild war vor einigen Jahren undenkbar, aber Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erleben es ja auch gerade am eigenen Leib oder am eigenen Smart Device. Bildung kann auch digital stattfinden. Aber wie können Bildungsprozesse mit Hilfe von digitalen Lernplattformen gestärkt werden? Welche Anforderungen stellt eigentlich die Praxis? Wie können private und öffentliche Anbieter diese Anforderungen im Sinne der Schülerinnen und Schüler bestmöglich erfüllen? Wo ergänzen sich die Angebote und wo ist vielleicht mehr Abgrenzung gefragt? Genau diese Fragen diskutieren jetzt die Expertinnen und Experten auf dem Forum Bildungsperspektiven. Herzlich willkommen zur Didakta in Köln. Eine besondere Didakta, weil wir endlich mal wieder vor Ort sind. Aber auch zu Ihnen im Livestream zu Hause natürlich herzlich willkommen. Es ist also eine hybride Veranstaltung, aber dennoch eine, wo man endlich wieder mit echten Menschen echte Diskussionen führen kann. Da freue ich mich drauf. Der Titel unserer Diskussion heute: Kooperation oder Konfrontation, wie Wirtschaft und Staat die Entwicklung der Schulplattform vorantreiben. Es geht also darum, Bildungsprozesse mit Hilfe von digitalen Lernplattformen zu verändern, zu verbessern, zu stärken. Und wir wollen die Frage diskutieren, welche Anforderungen stellen die Lehrerinnen, die Lehrer in der Praxis? Wie können private, aber auch öffentliche Anbieter diese Anforderungen erfüllen? Wo ergänzen sich Angebote? Wo muss man sie aber auch voneinander abgrenzen? Das sind so die Themen, um die es uns heute gehen soll. Und ich freue mich auf meine Gäste. Ich stelle sie Ihnen zunächst mal kurz vor. Ganz außen von mir sitzt Martin Hüppe. Er ist Geschäftsführer von iSurf, ein Unternehmen, das Schulen auf sicheren Servern digitale Infrastruktur, zum Beispiel auch für Webportale, zur Verfügung stellt. Außerdem ist er Leiter des Ausschusses Digitale Bildung. Herzlich willkommen, Herr Hüppe. Danke. Ich freue mich auch auf Thomas Jatzombek. Er ist CDU-Politiker, seit 2009 Mitglied des Bundestags für Düsseldorf. Vor seiner Zeit als Berufspolitiker hat er selber mal ein IT-Unternehmen. Er kennt sich also auch gut aus in Sachen Digitalisierung. Herzlich willkommen, Herr Jatzombek. Und ich hoffe auch, dass Frau Silke Müller da ist. Sie hat passend zum Thema kleinere Internetprobleme, sollte sie noch auftauchen, da hoffe ich sehr drauf, dann schalten wir sie auf jeden Fall zu und dann würde ich auch noch zwei Sätze zu ihr sagen. Vielleicht an Sie, Herr Hüppe, die erste Frage. Jetzt könnte man ja denken, angesichts der Pandemie haben sich Schulplattformen in Lichtgeschwindigkeit weiterentwickelt, haben sich überall ausgebreitet in unserem Land. Ist das so, wie ist Ihre Erfahrung? Ja, die Pandemie hat den Prozess dramatisch beschleunigt, aber nicht unbedingt auf einer wirklich inhaltlichen Ebene. Das, was hauptsächlich entstanden ist, sind die Videokonferenzsysteme, mit denen eben viele Lehrkräfte in der Tat auch teilweise überfordert waren. Also wir haben zwar jetzt äußerlich viel geschafft, also die Schulen haben Plattformen. Was fehlt, ist tatsächlich der Umgang mit den Plattformen oder die Ausbildung im Umgang mit den Plattformen. Es fehlen nach wie vor auch gute Inhalte. Aber an für sich hat Deutschland mittlerweile eine gute Infrastruktur im Sinne von Plattformen. Also die gibt es. Wir sind eine davon. Es gibt auch andere, die auch gute Leistungen erbringen. Die Nutzung, die Art und Weise, wie sie in Schule eingesetzt werden kann, da kann sich noch einiges entwickeln, da kommt noch einiges auf uns zu. Und ich höre, dass das auch in den Programmen jetzt der Ministerien größere Berücksichtigung finden wird. Was wir persönlich jetzt also als Anbieter kritisieren, sind teilweise Bemühungen der Länder, die versuchen sozusagen die existierenden Marktangebote nachzubauen, nachzuentwickeln und den Schulen diese dann vermeintlich kostenlos, sind natürlich Steuergelder, die dahinter stecken, anzubieten, die in der Regel viel, viel teurer sind als das, was... Aber lassen Sie uns darüber gleich noch sprechen, inwiefern man sowas vielleicht auch voneinander abgrenzt, ja, was die verschiedenen Marktanbieter angeht. Nochmal ganz allgemein, Herr Hüppe, wir fokussieren uns natürlich oft zu Recht auch auf die negativen Aspekte der Pandemie. Für Ihren Bereich, für die Schulplattform, war das aber schon ein Booster, diese Zeit? Das war ganz klar ein Booster. Also das muss man ganz klar sagen. Wir haben da auch dann angefangen, erstmal auch mit kostenlos Angeboten vorzugehen, sodass die Schulen schnell Hilfe bekommen konnten. Also
versucht, Unterstützungsleistungen aufzubauen. Ich erinnere mich an die Hochzeit, da hatten wir teilweise parallel 1 Million Schüler in unseren Videokonferenzsystemen. Parallel, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine gewaltige Leistung und unser Rechenzentrum sagte uns dann irgendwann mal, wir hätten 1% des deutschen Internet-Traffics morgens auf unseren System. Das ist schon, das war ein gewaltiger Schritt für uns alle. Also wir mussten unglaublich schnell unsere Systeme aufbauen, hochfahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die Schulen natürlich, dann mussten unglaublich schnell in die Nutzung kommen. Und das hat viele an verschiedenen Stellen natürlich überfordert. Aber im Großen und Ganzen, also würde ich sagen, dass da ganz viel auch geklappt hat. Mhm. Also es war nicht nur ein Versagen des Systems, sondern auch ein leistendes System. Unter dem Druck der Pandemie war da also dann ganz schnell doch ganz vieles möglich. Aber, Herr Jatzombek, es war ja dann schon so der Eindruck, dass das System Schule so ein bisschen da reingestolpert ist. Gar nicht unbedingt, was die Fähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer angeht, sondern vor allen Dingen auch, was so die Infrastruktur in den Schulen angeht. Jetzt ist Deutschland eines der reichsten Länder der Welt. In den Schulen hat man oft nicht das Gefühl, dass man in einem der reichsten Länder der Welt ist. Ich fange jetzt gar nicht an mit den Schultoiletten. Ich bleibe schon mal beim Thema Infrastruktur, Digitalisierung. Wie erklären Sie sich das? Also ich lade Sie gerne erstmal jetzt mit Respekt, wenn wir in Köln sitzen, ich lade Sie gerne mal nach Düsseldorf ein und gucken uns mal Schultoiletten an. Ich glaube, da werden Ich war schon in sehr vielen Schulen in Düsseldorf. Als Reporter in Oberkassel gibt es ein paar nette, aber ich war auch schon in Eller und da... Also ich will jetzt nicht über alle Schulen... Keine sozialräumlich adverse Selektion, sondern wir haben in Düsseldorf seit 20 Jahren unheimlich viel in die Schulsanierung investiert. Wir haben, kann ich mich erinnern, vor wirklich, es war 2000, 2001, 2002, unsere Mittel für den Schulbau fast verzehnfacht und dieses Tempo auch durchgehalten. Natürlich haben sie mit 700 Schulgebäuden immer irgendwo eins, wo irgendwas klemmt, aber ich glaube, da haben wir schon, das gibt schon auch ganz gute Standards. So, das Problem, was aber ich... Aber wenn ich Sie nur einmal da unterbrechen darf... Von mir aus hat Düsseldorf einen guten Standard. Sie wissen aber, fahren wir nach Krefeld, fahren wir sonst wohin in andere Kommunen, lassen wir mal Düsseldorf und Meerbusch weg, dann sehen wir, dass es eine riesige Unterschiedlichkeit gibt. Von daher da zurück zu meiner Ausgangsfrage, weg von Düsseldorf. Sie sitzen für Düsseldorf im Bundestag, aber es ist ja nun nicht überall so wie in Düsseldorf in den Schulen, sprich auf NRW gesehen. Hier spricht natürlich erstmal ein stolzer ehemaliger Kommunalpolitiker. Den Werbeblock müssen Sie mir erlauben. Wie es in Meerbusch ist, weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Also das ist natürlich wahr. Also wir haben in Deutschland insgesamt ein Problem. Also wir haben zwei große zentrale Probleme. Das erste ist, wir diskutieren bei jeder Wahl über Dinge, die man neu macht. Mhm. Und dann gerät das, was man im Bestand hat, so ein bisschen in Vergessenheit. Das sind Schulgebäude, das sind Straßen, Brücken, Schienenwege, alles Mögliche. Auch übrigens die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude. Mhm. Da gibt es ja noch viel mehr als Schulen. Riesenthema, wenn man über die Frage Klimaschutz nachdenkt. So, und ich bin immer ein Freund davon gewesen, besser Systeme zu monitoren, dafür Sorge zu tragen, dass man auch einen vernünftigen Unterhalt hat. Und das Zweite ist, dass wir unglaublich viele Vorschriften haben, die von Jahr zu Jahr zu Jahr immer mehr werden. Und wenn ich dieser ganzen negativen Corona-Pandemie was Positives abgewinnen möchte, dann ist das dieser Druck in dem Moment, jetzt muss einfach mal was passieren. Da sind doch viele über diesen ganzen Vorschriften Schatten gesprungen, wo es uns immer geheißen hätte, wie wären jetzt die Lehrer eigentlich alle eingeschult und irgendwer wird das irgendwie nicht kapieren. Was machen wir mit den 3 Schülern, die keinen Zugang am anderen Ende haben? Und wie ist das nochmal mit dem letzten Fitzelchen des Datenschutzes? Sondern da ist man ins Doing gekommen. Das finde ich gut. Was ich schlecht finde, ist, dass nachdem irgendwie der totale Lockdown zu Ende war, sondern wir ja im Frühjahr so partielle Lockdowns gesehen haben. Wir sprachen gerade drüber, jeder hat hier bekannte Mitarbeitende, die gerade Corona positiv sind und sind zu Hause, finde ich, haben wir viel zu wenig getan, um gerade jetzt rund um Ostern für die vielen Schüler, die in ihrem persönlichen Lockdown waren, weil sie positiv waren, eine Lösung zu bauen. Da hatten viele den Eindruck, jetzt ist das Problem schon gelöst und es ist halt nicht gelöst. Und ich habe die Bundesbildungsministerin darum gebeten, zum Beispiel mit den Startups, die es ja gibt, die auch Lerninhalte bereitstellen. Und das ist vielleicht auch alles nicht super perfekt, aber es ist auf jeden Fall für Eltern eine große Hilfe, die sonst 2 Wochen Kinder zu Hause haben und auch nicht wissen, was sie da jetzt machen sollen, mit denen irgendwie mal über Lösungen zu reden, Rahmenvertrag zu machen, was auch immer, direkt eine Lösung für Eltern anzubieten. Hat sie nicht getan, finde ich schade. Bürgermeister wie zum Beispiel der Bürgermeister von Erkrath, Christoph Schulz, der ist viel pragmatischer hingegangen und hat dann selbst für jedes Kind eine Lizenz gekauft bei einem der Anbieter
Und ich glaube, das fanden Eltern auch gut, weil sie gesagt haben, es ist eine pragmatische Lösung. Mhm. Diese pragmatischen Lösungen und auch die ganzen Vorschriften mal Vorschriften sein lassen, haben Sie das auch so erlebt, dass das eher nochmal ein weiterer Möglichmacher und ein Beschleuniger war? Ich spreche jetzt ja nicht davon, den Datenschutz auf irgendwelchen Schulservern auszuhebeln, sondern erstmal ins Doing zu kommen, wie Herr Zomberg sagt. Herr Hüpp, haben Sie das auch so positiv wahrgenommen? Eindeutig. Also das war tatsächlich mal eine Ausnahmesituation und in der Ausnahmesituation wurde reagiert. Also wir haben selten so schnell Entscheidungen herbeiführen können, wie das jetzt während der Pandemie der Fall ist. Normalerweise dauert so eine Einführungsentscheidung bis zu 2-3 Jahre. Also ich hatte jetzt gerade heute Morgen habe ich noch jemanden getroffen, mit dem habe ich vor 4 Jahren mal angefangen, über Darmstadt zu sprechen. Mhm. Jetzt entscheidet sich Darmstadt. Mhm. Also das sind so Entwicklungen, die eher typisch für unser System sind. Und in der Zeit war es einfach mal wirklich, wirklich anders. Ausschreibungen gingen schneller. Es wurden an vielen Stellen Wege gefunden, die sonst nicht möglich waren. Und selbst der aus unserer Sicht sehr bürokratische Digitalpakt, das hat was mit der Konstruktion zu tun, konnte an der einen oder anderen Stelle auch beschleunigt werden oder der Prozess der Umsetzung, der Antragstellung konnte beschleunigt werden. Aber okay. Es ist in der Tat so, also Sie haben völlig recht, Herr Jatzenbeck, die Wege, die wir im Schulsystem haben, sind viel zu lange. Das ist auch konstruktionsbedingt, also gerade an der Stelle Digitalisierung treffen sich die äußeren Schulangelegenheiten mit den inneren Schulangelegenheiten. Das macht es dann manchmal noch komplizierter und es finden aus unserer Sicht viel zu wenig auch Absprachen statt zwischen eben der kommunalen Ebene, die für die Schulen inhaltlich verantwortlich, nicht inhaltlich strukturell verantwortlich sind und der inhaltlichen Ebene dem Land. Also das ist für uns auch ein Problem. Wo fängt der Schulträger an und wo hört das Land auf? Also das ist so eine Fragestellung, die viel zu wenig auch diskutiert wird. Also hier würden wir uns was wünschen und hier würden wir auch gerne in Dialog mit der Politik treten wollen. Das ist auch ein Defizit, was wir sehen. Also mit uns, der Wirtschaft, wird von Seiten der Politik wenig geredet. Also zu wenig aus unserer Sicht, wenn es darum geht, wie wir Schule jetzt auch weiter ausstatten. Was ist sinnvoll für Schule? Wie kann Schule nach vorne gebracht werden. Da haben wir einfach aufgrund unserer breiten Erfahrung einfach über alle Länder hinweg ein ganz gutes Bild und dieses Bild würden wir gerne irgendwie auch spiegeln wollen. Ja, danke schön erstmal. Ich schaue mal gerade in unsere Runde. Sie zu Hause im Livestream können technisch keine Fragen stellen. Sie im Raum hier aber schon. Falls jemand das gerne möchte, müssten Sie einfach nur kurz die Hand heben, dann würde ich zu Ihnen kommen. Ich glaube, das ist aber noch nicht der Fall. Für die, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, nochmal die Bemerkung. Eigentlich haben wir auch noch Silke Müller im Angebot, die Schulleiterin. Die hat aber passend zu unserem Thema, ich weiß nicht, ob sie sich aus ihrer Schule zuschalten wollte, aber noch leichte Internetprobleme. Deswegen müssen Sie erstmal mit dieser Männerrunde vorlieb nehmen. Herr Hüppe, bevor wir mal inhaltlich einen Schritt weitermachen, vielleicht können Sie uns noch einmal erklären, was aus Ihrer Sicht muss eine idealtypische Schulplattform leisten können. Also sie muss die Schule, den organisatorischen Prozess einer Schule und den unterrichtlichen Prozess einer Schule abbilden und unterstützen. Am besten so integriert wie möglich, also mit einer einheitlichen Oberfläche, mit einer einheitlichen Benutzerverwaltung, sodass die Schule so leicht wie eben möglich mit so einem System umgehen kann. Und da gibt es eben wirklich diese zwei Schichten. Die eine Schicht ist eben Schicht ist Schulorganisation, Kommunikation auch mit den Eltern, Raumverteilung, Gerätemanagement und all diese Dinge, die teilweise auch ja, kompliziert und schwierig und sehr technisch sind. Und auf der anderen Seite kommt dann der unterrichtliche Prozess. Und da ist ganz wesentlich, dass eine Schulplattform auch die Lernorte verknüpft, also den heimischen Lernort mit dem schulischen Lernort verknüpfen kann, dass eben Hausaufgaben verteilt werden können, eingesammelt werden können, also so eine Art Kursmanagement auch stattfinden kann. Und ganz, ganz wesentlich für Schule ist eben, dass es ein einheitliches System im Sinne von Benutzerverwaltung ist und Rechtemanagement, damit nicht jeder Lehrer sich immer wieder von vorne einloggen muss und so weiter. Einfach hat ist da ein ganz, ganz, ganz großes Schlagwort. Und sie muss offen sein, die Lösung, sie muss offen sein für spezielle Angebote, für spezielle Inhalte. Also für Schulplattformen ist es ganz wichtig, dass Inhalte integriert werden können, also auch Fremdinhalte, Fremdsysteme integriert werden können.
Und da muss eine ganz, ganz große Offenheit da sein. Und dann muss die Schulplattform auch noch extrem flexibel sein, weil wir haben 40.000 Schulen mit 40.000 verschiedenen pädagogischen Konzepten. Das fand ich am Bildungspakt, am Digitalpakt stark, dass er gesagt hat, Medienentwicklungspläne sind Voraussetzungen. Und das heißt, dass jede Schule irgendwie auf der Basis ihres Medienentwicklungsplanes digitalisiert. Und das heißt, die Plattform selbst muss extrem flexibel sein, damit sie jede Situation unterstützt. Also zum Beispiel haben manche Schulen für sich komplett entschieden, dass jeder Schüler ein Mobile Device hat. Dann muss ich sehr stark auf die Mobile Devices eingehen. Manche haben nur Schulgeräte, manche haben Elterngeräte, also Bring Your Own Device ist da das Schlagwort und so weiter. Es gibt völlig unterschiedliche Konzepte. Mhm. Wir sind jetzt aber erstmal in dieser Phase so hauptsächlich in der Infrastruktur angekommen. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren die Inhaltephase kommt, also dass wir jetzt von dem Allgemeinen organisieren und von dem Allgemeinen, wir schieben eben Dateien hin und her und so weiter, wir in die Didaktik, in die Pädagogik und Didaktik kommen und das wird sich vermutlich aus unserer Perspektive über das Thema Mobile Device, also die Verteilung von mobilen Endgeräten an Schüler entwickeln. Wir sehen im Moment große Ausschreibungen, die da vorgängig sind und das wird heißen, dass dann auch Inhalte in die Schule kommen und zwar massenhaft. Wir sehen also durch Ihre Ausführungen, es ist ein sehr komplexes System, sehr anspruchsvoll, überhaupt nicht profan, die digitale Infrastruktur von Schulen. Jetzt haben wir hier einen Politiker sitzen. Was würden Sie sich, kein Bildungspolitiker, kein Schulpolitiker, kein Landespolitiker im Moment, aber Bildungspolitiker aus Berlin, was würden Sie sich wünschen? Was soll die Politik tun, damit es für Sie vielleicht auch leichter wird, Ihre Strukturen in die Schulen zu bekommen? Ja, Herr Jarzombek ist da, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Er ist, glaube ich, jetzt für die CDU. Sind Sie in der Kommission, in der Koalitionsverhandlung, sind Sie dafür und für das Thema Bildung? Darf ich aber nichts zu sagen. Das haben wir mit unseren Freunden von den Grünen so besprochen und da halte ich mich auch dran. Das heißt, ob Sie der nächste Schulminister werden oder nicht, das ist noch ganz geheim. Aber ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich in der Heimat schaffen darf und einen schöneren Ort als Düsseldorf gibt es nicht. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Ne? Sie haben es am Rande erwähnt. Das heißt, das Herz für Nordrhein-Westfalen schlägt schon noch. Ich frage hier gar nicht weiter. Es geht jetzt ja auch nicht um die Zukunft von Herrn Jarzombek, auch wenn uns die alle interessiert. Aber Herr Hüppe, was würden Sie sich von Bildungspolitikern wie ihm wünschen? Genau, das ist ganz aus unserer Sicht sehr, sehr eindeutig. Wir brauchen einen ordnungspolitischen Rahmen. Dafür ist die Landespolitik verantwortlich, absolut und ganz, ganz deutlich. Die sollen uns auch einiges sagen. Was ich mir nicht wünsche oder vielmehr, wo das Land sich zurücknehmen sollte, ist in der Entwicklung von eigenen Lösungen. Nordrhein-Westfalen ist das große Stichwort Logineo. Sie ist seit über 10 Jahren unterwegs, kostet mindestens das 10-fache von dem, was wir gekostet hätten in der Zeit. Also ich sage das mal so klipp und klar und deutlich. Und es ist sehr wenig unterm Strich dabei herausgekommen. Und selbst wenn es ein größerer Erfolg gewesen wäre, würde ich immer noch dagegen argumentieren, einfach auf der Ebene, dass dann Monopolsituationen entstehen, die den Wettbewerb verhindern. Und auch wir leben eben von dem Druck, den die Wettbewerber auf uns ausüben. Also jeder meiner Wettbewerber, über den freue ich mich, weil der ist immer ein Anreiz, jeden Tag besser zu werden. Und das fehlt eben den Landeslösungen. Und ich finde es schade, weil sie im Grunde genommen immer nur versuchen, das nachzuvollziehen, was längst schon vom Markt angeboten wird. Das ist auch für mich, ich finde es schade. Aber was das Land zum Beispiel fordern könnte, auch von uns fordern könnte, ist Interoperabilität. Also, dass die Wettbewerbsprodukte miteinander sprechen können. Also, dass wir Schnittstellen haben, Austauschformate haben, etc. Und wir haben im Moment das Gefühl, dass wir eigentlich, also die meisten Schulen, ich schätze so 60-70% mittlerweile Lösungen haben, also auch von uns oder von Wettbewerbern, und dass da oben drüber nochmal eine Schicht gesetzt wird. Und ich kenne mindestens ein Bundesland, wo versucht wird, uns sozusagen von der Inhalteebene auszuschließen, um eben die eigene Lösung sozusagen in den Schulen zu propagieren. Das brauchen wir nicht. Gut, da spricht jetzt der Unternehmer, aber dass jetzt das Land losgeht und da eigene Dinge entwickelt, wie sehen Sie das? Also brauchen wir da mehr Vielfalt oder setzt das vielleicht auch so Rahmen, dass Leute dann in eine Schulleiterin zum Beispiel nicht überfordert wird und sagt, es gibt nur eine Sache, prima, die nehme ich. Also das wäre nie meine Herangehensweise, weil das sehe ich auch so. Also wenn es nur einen Anbieter gibt, sei es egal, ob er privat oder öffentlich ist, dann ist man als Nutzer immer in einer ziemlich schlechten Lage. Ja, weil ohne den Druck, dass irgendwie andere Produkte am Ende zeigen, wie es geht, machen alle einen Gang langsamer oder zwei. Deshalb bin ich immer ein Fan von Wettbewerb.
Ich bin auch kein Freund davon, so Dinge selber zu entwickeln, weil ich habe in meiner kommunalpolitischen Karriere mal mit so einem Vorhaben angefangen. Da ging es um ein Verfahren, um die kommunalen Steuerarten außer der Gewerbesteuer einzusammeln, Hundesteuer und ich weiß nicht was noch. Und es war ein totales Fiasko. Man hat das mit 6 Kommunen zusammen gemacht, einige sind ausgestiegen, andere haben Probleme in der Projektsteuerung gehabt. Und leider sind die Bücher voll davon bis zum Flughafen in Berlin, dass wenn der Staat das alles selber organisiert, dass das von dem Projektmanagement auch gerne schon mal ganz schön in die Hose gehen kann. Mag auch daran liegen, dass das häufig Leute machen, die sowas vorher noch nie gemanagt haben. Weiß ich nicht. Deshalb diese Make-or-Buy-Entscheidung bin ich immer skeptisch. Logineo ist jetzt nun mal da und insofern sind wir hier nicht mehr auf einer grünen Wiese, ist also eine andere Lage. Ich habe aber wohlgemerkt über die Gespräche, die ich in den letzten Monaten so in den Schulen bei mir im Wahlkreis geführt habe, der eine hat dieses System, der andere hat das System, da steckt auch viel Herzblut drin. Da steckt wirklich viel Herzblut drin der Schulen und man hat sich dann auch mit so einem System angefreundet und man begreift sich auch als ein Teil dessen. Und wenn dann einer kommt und sagt, das müsst ihr aber jetzt abschalten, stattdessen eine andere Lösung nehmen, dann ist das demotivierend. Und ich glaube, sowas muss man vermeiden. Deshalb finde ich den Punkt mit der Interoperabilität wichtig, also standardisierte offene Schnittstellen zu bauen zwischen den Produkten, weil Insellösungen sind nie gut. Die ganze kommunale IT-Landschaft leidet eben darunter, dass Leute Aufträge gegeben haben, die offenbar nicht genau wussten, was sie erwartet und vergessen haben, diese Schnittstellen zu machen. Und dann sind sie am Ende fest in der Hand eines einzelnen Anbieters. Und da möchten sie gerade als öffentliche Hand niemals sein, dass sie sozusagen sich hier einschließen. Also deshalb Interoperabilität, offene Schnittstellen, das finde ich gut. Finde im Übrigen auch die Frage gut, wie kann man nochmal neue Bildungsanbieter und neue Bildungsinhalte auf solche Plattformen draufbekommen? Kann man da vielleicht auch andere Bezahlmodelle machen, die mehr Wettbewerb fördern? Haben wir alles schon vor Jahren mal gefördert. Bezahlung pro Klick, gibt es einen CDU-Parteitagsbeschluss, Bundesparteitagsbeschluss, alles schon ein bisschen her unter Annegret Kramp-Karrenbauer, dass künftig pro Klick bezahlt werden soll, damit einfach am Ende man sich immer bemühen muss, besseres Lernmaterial einzuspielen, weil das, was die Lehrer und die Schülerinnen und Schüler dann halt am Ende einsetzen, natürlich dann auch zu mehr Erlösen führt. Und dann kann man sich nicht ausruhen auf einem vielleicht heute guten Produkt, was dann aber möglicherweise in 5 oder 10 Jahren eben nicht mehr so, nicht mehr so toll ist. Ganz genau. Völlige Einigkeit, aber lassen Sie mich trotzdem mal nachfragen, weil ich weiß, die EU diskutiert heute zum 40. Mal darüber, ob wir mal irgendwelche Handy-Ladekabel vereinheitlichen. Ne? Also ich meine, ich denke mir, das ist ja so, USB-C oder ja oder nee. Und das ist eine komplexe Sache. Ist dann so eine offene Schnittstelle überhaupt realistisch? Die ist realistisch. Also wir arbeiten in der Branche dran. Also da gibt es auch das Bündnis für Bildung, also wo das irgendwie tatsächlich als zentrales Thema gesetzt ist. Also dieses Stichwort Interoperabilität. Und wir selber unterstützen zum Beispiel mittlerweile 4 offene Standards, also von LDAP, ich will die Fachwörter hier gar nicht, OAuth und SAML, wie die alle heißen. Das ist überhaupt kein großes technisches Problem mehr. Und ich kenne das einfach zum Beispiel aus den USA. Da gibt es Bundesstaaten, die ganz klar sagen, wir lassen nur Systeme zu, die interoperabel sind. Und das kann man auch als Standard so setzen. Also wo eine Austauschbarkeit gegeben ist, und wo eine Integrationsfähigkeit auch gegeben ist. Und das halte ich für den entscheidenden Punkt. Also da ist die Welt weiter. Dass ich eine Auswahl habe, mich für das beste Produkt entscheiden kann, ich aber nicht daran kette auf Jahrzehnte, sondern wechseln kann. Und vor allem die Schule für sich selbst auch entscheiden kann, was sie einsetzt und nutzt. Das ist übrigens gibt eine Erhebung her, der Grund, warum sehr viele Mittelständler noch nicht in die Cloud gegangen sind, weil sie Angst davor haben, wenn sie einmal reingehen, dass sie nicht wissen, wie die wieder rauskommen, beziehungsweise den Anbieter wechseln können. Und ich glaube, so ein typischer Mittelständler hat schon Erfahrung damit, was das bedeutet, wenn man sich einmal in Gefangenschaft begeben hat. Und ich meine, das ist für die Akzeptanz ein super wichtiger Punkt und das kann man ja auch so definieren, dass man sagt, okay, wir erwarten eben diesen interoperablen Standard und wenn die Anbieter selber miteinander klarkommen, ist es eigentlich das Beste. Das ist der Weg, wie im Internet besteht ja alles auf Standard. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe keinen Standard für E-Mail, könnten Sie niemandem eine E-Mail schicken. Ja? Und insofern, Sie könnten auch keine Website von jemand anders aufrufen. Das Internet funktioniert immer so, dass es halt am Ende in der Community Vorschläge für Standards gab, die wurden diskutiert und irgendwann gab es das, finde ich, ein schönes Modell übrigens auch für Politik, das nennt sich Rough Consensus, wenn irgendwie so um die 80% dafür sind, dann sagt man, okay, die restlichen 20% haben, die müssen da jetzt halt
Zeit mit leben, ja. Sonst kommen wir nie zu Potte und wäre ein gutes Modell für die Europäische Union an manchen Stellen. So, wie würden wir es mit den Handykabeln hinkriegen? Ach, die Handykabel sind natürlich eine andere Kiste am Ende als eine Software-Schnittstelle, weil sie dann bei den Handykabeln am Ende einen Gewinner, einen Verlierer haben und die Apple-Leute sagen, da ist aber die Technik flacher als USB-C, da werden die Geräte dicker. Bei meinem würde ich das hier auch bestätigen, wenn ich so vor mir sehe. Keine Ahnung. Ich glaube aber, die Software-Schnittstellen sind einfacher zu lösen und es gibt dafür unendlich viele Beispiele, wo es gut gelungen ist. Sie sagten gerade, Herr Jatzombek, Sie sind in Ihrem Wahlkreis, Düsseldorf, glaube ich, ne? Gut, dass Sie das sagen. Sind Sie unterwegs, sprechen mit Schulen und wie viel hängt da... Ich war auch in Duisburg. Ja, aber noch nicht hier in Köln, haben Sie gesagt. Ne? Ist auch egal, es geht darum, Sie sind in Kontakt mit Schulleiterinnen, mit Schulleitern. Wie viel hängt da aus Ihrer Sicht von denen ab? Also weil das sind ja letzten Endes, Sie sagen, mittelständisches Unternehmen, Geschäftsführung, Übertrag auf Schulen. Große Schule hat auch schnell mal die Größe eines mittelständischen Unternehmens. Ja. Da sind es ja dann die Schulleiter, die das machen müssen, machen wollen und auch können müssen. Also wie viel aus Ihrer Sicht hängt da von den Schulleitern ab und hängt da zu viel von den Schulleitern ab? Ob da wirklich eine richtig tolle IT-Infrastruktur vorhanden ist oder nicht? Also erstmal glaube ich, also ich habe ich vorhin mal so angeschnitten, vor 20 Jahren bis vor 15 Jahren kommunale Schulpolitik gemacht. Und damals hatten wir noch Schulleitungen, da war insbesondere die Lehrprobe ein ganz entscheidendes Kriterium dafür, wer es wird. Das fand ich damals schon nicht sehr sachgerecht, weil in der großen Schule machen sie kaum noch Unterricht, sondern dann kommt es auf andere Fähigkeiten, auf Managementfähigkeiten an. Ich sehe, dass es jetzt eine neue Generation von Schulleiterinnen und Schulleitern gibt, die sehr starke Management-Skills haben, die auch sehr viel machen wollen. Ich finde es gut, wenn man denen mehr Möglichkeiten gibt. Ich habe mich in den letzten Wochen in einem unvorstellbaren Kleinkrieg begeben müssen zwischen einer Schule in meinem Wahlkreis und der Bezirksregierung. Es ging um so IT-Ausstattungsfragen, wollen Sie alles gar nicht wissen. Also ich meine, man kann den allen auch mehr zutrauen. Wir brauchen aber für den Betrieb von alledem aber auch tatsächlich eine Lösung, die können die Schulen nicht mehr selber erbringen. Denn da ist jetzt mein Stichwort Digitalpakt 2.0. Also die Bundesministerin hat ja angekündigt, sie will diesen Digitalpakt 2.0 machen. Sie hat auch angekündigt, sie will den Digitalpakt, den bestehenden, nochmal beschleunigen und die Verfahren. So, und ich meine, da müssen wir erstmal Butter bei die Fische geben. Das muss ans Laufen kommen. Und wir können jedenfalls nicht die Schulen mit der Frage der Systemadministration alleine lassen. Offensichtlich funktioniert das nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil erfahrene Kommunalpolitiker natürlich wissen, wenn der Bund mit so einem Digitalpakt einmal 5 Milliarden ausschüttet, wer weiß, was in 3 Jahren ist, dann ist das vergessen, dann kommt das nächste Thema und dann hat man Leute eingestellt und ewig dann halt die Kosten an der Backe. Insofern, glaube ich, ist für den neuen Digitalpakt Verlässlichkeit ein super wichtiger Punkt, dass Länder wie Kommunen verstehen, das ist jetzt nicht ein Einmalinvestment des Bundes, sondern das ist eine Daueraufgabe. Und zum Zweiten finde ich für einen Digitalpakt 2 wichtig, dass man nicht nur Hardware und Software, also Investitionen fördert, sondern am Ende sich auch über die Kosten für den Betrieb unterhält. Einige Investitionen werden E-Betriebskosten. Wir haben in Düsseldorf in unserer Kooperationsvereinbarung sehr stark gepusht für das Thema lieber Cloud als On-Premise-Server in der Schule, weil natürlich der gekaufte Server ist eine Investition, ja, aber sie haben dann die Informatiklehrer müssen sich um die ganze Wartung kümmern. Und das ist viel Arbeit. Und insofern glaube ich, dass die Cloud-Lösungen am Ende günstiger kommen, weil sie halt auch die Schulen entlasten. Und sie brauchen halt am Ende irgendwie einen sauberen IT-Support. Und den gibt es heute oft genug nicht. Informatiklehrer sind totale Mangelware. Im letzten Jahr hat das Nationale MINT-Forum herausgefunden, gab es nur 117 Absolventen Lehramt Informatik. Ich frage mich, wie man damit deutschlandweit überhaupt einen Informatikunterricht im Klassischen noch aufrechterhalten möchte. Da brauchen wir, glaube ich, auch neue Formate. Aber wenn Sie sowieso nur 117 Lehrer in einem Jahr haben, die jetzt auch noch mit so Fragen von Systemadministration zu belasten, das halte ich nicht für sinnvoll. Und es ist natürlich schwierig für die Kommunen an Leute zu kommen, für die Schulen auch. Und die Gehälter im öffentlichen Dienst weichen deutlich von dem ab, was halt eben die Bechtles und Co. draußen bezahlen. Aber es sind auch nicht alle Tätigkeiten anspruchsvoll, zum Beispiel sowas wie Passwörter zurückversetzen. Ich kann mir vorstellen, wenn da 700 Schüler sind, muss jeden Tag irgendwo ein Passwort zurückversetzt werden. Und das ist einfach ein administrativer Aufwand, weil man muss sich ja ein neues Passwort überlegen oder generieren und dann muss man es dann dem jeweiligen Schüler mitteilen und so. Sowas kann man vielleicht auch ein bisschen splitten, dass es zentrale Einheiten gibt, die
darf ich sagen, Doof-Tätigkeiten machen, ja, oder Routine oder automatisierbaren Dinge. Und für das anspruchsvolle Thema, mein Rechner macht irgendwie ganz komplizierte Fehlermeldungen, hat man Kräfte vor Ort. Also es muss ein Mischmasch sein. Am Ende auf jeden Fall müssen da Bundesmittel mit in den Pott, sonst wird das nicht gehen. 117 Informatiklehrer, nur unglaubliche Zahl. Und die würden wahrscheinlich auch sagen, sie wollen gerne Lehrerin sein und nicht Systemadministratorin. Vielleicht kommt da dann aber auch wieder der Mittelstand ins Spiel, dass man dann sagt, wenn ich sowas habe, dann brauche ich Support, dann brauche ich Wartung, Betreuung. So. Und da reicht nicht, dass der Informatiklehrer mit E-Mails zugeballert wird, sondern es muss jemand machen, oder? Ja, also ein zentrales Argument bei der Einführung solcher Schulplattformen wie unserer ist in der Regel auch Automatisierung. Also hochgradige, effiziente Steuerung eben dieser Tätigkeiten, die nicht so prickelnd sind, in Anführungszeichen. Das ist aber nur ein Thema. Sie haben natürlich völlig recht. Wir brauchen eine nachhaltige Unterstützungssysteme oder Menschen, die die Schule dabei unterstützen, und das können keine Lehrer sein. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem im Moment, dass an vielen Stellen eben Lehrkräfte, da ist sie, das ist schön, da will ich auch gleich fast Schluss machen damit. Silke, du auch noch eine Möglichkeit hast, was zu sagen. Ja, Herr Hüppe hört schlagartig auf zu sprechen, weil wir sehen jetzt Frau Müller, wir hören Sie aber noch nicht. Frau Müller, sagen Sie mal was, damit wir... Ich weiß nicht, hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Schön, dass Sie es einrichten konnten in den letzten Minuten. Ich würde Sie gerne trotzdem noch ganz kurz vorstellen. Sie sehen jetzt hier Silke Müller. Sie ist seit 2015 Leiterin der Waldschule Hatten, eine große Schule, die einen Schulserver hat. Ich glaube, von Ihnen, Herr Hüppe, wenn ich da... Ja, aber das ist jetzt nicht das Wichtige. Das soll hier nicht das Thema sein. Ich wollte es nur mal erwähnen. Okay. Sie kann uns also gut sagen, was bei ihr funktioniert, was bei ihr vielleicht auch nicht funktioniert, was sie sich mehr wünschen würde. Deswegen können wir jetzt die Praktikerin fragen. Schön, dass Sie da sind. Frau Müller, Sie sind jetzt aber bei uns nicht aus Ihrer Schule, sondern aus Ihrer Küche, ne? Nee, tatsächlich bin ich im Moment noch auf Mallorca. Wir haben Pfingstferien noch in Niedersachsen. Aha. Und deswegen bin ich auch nicht live vor Ort, erst am Donnerstag auf der Didakta. Ja, das aber verstehen wir, dass Sie das in Mallorca... Das Netz auf Mallorca ist hervorragend. Ja, Grüße an die Didakta. Also ich weiß nicht, woran es lag. Also, wenn wir beim Thema sind, was funktioniert und was nicht funktioniert, dann muss ich sagen, dass Plattformen, und ich möchte es trotzdem sagen, auch wenn Herr Hüppe eben gesagt hat, das gehört hier eigentlich gar nicht her, dass Plattformen, die schon seit Jahren eigentlich im Einsatz sind, sehr, sehr gut funktionieren. Also ich spreche jetzt nicht nur... Ja, so viel zum spanischen Internet, Frau Müller. Oder Didakta-Netz. Nein, es ist das Didakta-Netz. Entschuldigen Sie, jetzt sind Sie wieder da. Genau. Na? Ja, bis wohin haben Sie mich gehört? Bis hervorragend funktioniert. Hervorragend funktioniert, genau. So, ich rede vielleicht ein bisschen langsamer, dann ist das Netz von beiden nicht so überfordert. tatsächlich ist es so, dass solche Plattformen wie eben iSurf, aber sicherlich auch viele andere, die wir in Deutschland haben, eben schon gut funktionieren. Das Problem ist im Moment, dass ein Konkurrenzkampf ausgelobt wird, der sozusagen zwischen den Landesclouds, zwischen den Landes sozusagen Anbietern und den privaten Anbietern uns alle ein bisschen verrückt macht. Und ich glaube tatsächlich, wir arbeiten zum Beispiel mit iSurf seit, ich muss lügen, 2008. So, und haben das stetig ausgebaut, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass auch seitens des Landes geguckt worden wäre, also jetzt nicht nur auf Niedersachsen bezogen, sondern das gilt sicherlich auch für alle anderen Bundesländer, dass einfach dahin geguckt wird, was funktioniert, wo kann man kooperieren, wo kann man kollaborativ miteinander arbeiten. Denn wir haben leider im Moment ein bisschen diese Lage, ein Gegeneinander, ein Entweder-Oder und ein das bieten wir an, dort aber nicht. Und wenn es doch darum geht, und da komme ich nochmal eigentlich auf das Wesentliche zurück, dass wir am Ende des Tages in Deutschland schon echt weit abgeschlagen sind hinsichtlich digitaler Ausstattung, hinsichtlich tatsächlich einer digitalen Weiterentwicklung, dann sollten wir alle Kräfte, die wir im Land haben, bündeln und zwar miteinander kooperieren. Und mein Credo ist immer, dass Schulen, Behörde sich nach außen öffnen muss und mit der Wirtschaft, mit Unternehmen tatsächlich ins Gespräch kommen muss. Es kann nicht sein, dass wir tatsächlich immer noch Schule als Mikrokosmos verstehen, der eher so diese, wie soll ich sagen, pragmatisch sagt, Tür auf, Hochwelt, ich gehe wieder rein und mache die Tür wieder zu. Das funktioniert nicht mehr und das wird auch dauerhaft nicht mehr funktionieren.
Und die Plattformen, die wir haben, nochmal großes Credo dafür, sie funktionieren. Die Videokonferenzplattformen, ob das jetzt BigBlueButton ist, ob es Teams war, die Diskussion haben wir übrigens auch noch, 365, Microsoft 365, ja oder nein, 16 Mal Datenschutz in unserem Land, ist halt problematisch. Das schaffen wir heute nicht mehr. Mein großes Credo ist aber Miteinander. Jetzt haben Sie großes Glück, Herr Jatzombek, dass das Hatten nicht kein Stadtteil von Düsseldorf ist, wo ja, wir haben das schon gelernt, Frau Müller, Herr Jatzombek ist Bundestagsabgeordneter für den Düsseldorfer Norden, glaube ich, aber auf jeden Fall für Düsseldorf. Da ist alles fantastisch. Das Gras grün und der Himmel blau. Anderswo ist das anders, Sie haben es eben erwähnt. Lassen Sie uns einmal noch mal kurz zurückschauen auf die Anfänge, als Sie gesagt haben, Sie würden jetzt gerne eine Schulinfrastruktur auch mit einem externen Anbieter haben. Wie war dieser Implementierungsprozess? Fühlten Sie sich da erschlagen vom Angebot oder war das gut, dass es eine Vielfalt gab? Wie können Sie uns das noch einmal erklären, wie Sie das, damals waren Sie, glaube ich, noch nicht Schulleiterin, wenn Sie sagen 2008, aber Sie waren schon an der Schule, ne? Genau, ich bin seit 2009 Konrektorin an der Schule und quasi an der Schule mit iSurf groß geworden, wenn man so möchte. Der Vorteil war damals, dass die Implementierung total easy war, weil es noch nichts gab. Das war eine Plattform, wir haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen digital vorankommen, wir fangen mal mit dem an, was es gab. Allerdings, wenn man guckt, sozusagen, das Angebot jetzt ist noch nicht so riesig, als dass sich Schulleitungen und Schulträger erschlagen fühlen dürften. Also es gibt ein gutes Angebot, wo man sagt, okay, es ist auch unsere Aufgabe in schulischer Weiterentwicklung, genauer hinzuschauen, Dinge sich vorstellen zu lassen, in der Praxis zu testen und dann eine Entscheidung zu treffen. Auch das geht übrigens nicht alleine als Schulleitung. Auch dort muss ich natürlich mit dem Schulträger miteinander kommunizieren und eine gute Partnerschaft leben. Klammer auf. Und ich würde mir wünschen, dass auch diese Partnerschaft weitergeht bis in Behörde, Land und kultusministerieller Verantwortung. Was würden Sie anderen Schulen raten? Ich meine, Sie sind offenbar auch affin für das Thema. Sie sind jung. Wenn anderswo Schulen, die noch nicht so weit sind, die aber jetzt loslegen wollen oder in der Pandemie angefangen haben, loszulegen, was würden Sie denen raten? Also was sind Ihre Learnings? Also, es hat übrigens, glaube ich, nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, auch Schulleiter, die kurz vor der Rente stehen, haben trefflich noch gute Ideen, wie sie ihre Schule voranbringen. Mein Learning und mein Credo ist tatsächlich an der Stelle in 7 Meilenstiefeln voran. Wir brauchen eine Plattform, das ist Herzstück der Schule für tatsächlich digitale Schulentwicklung, die wir auch betreiben wollen. Das heißt, wenn ich keine Infrastruktur habe, allen vorausgesetzt, Grüße an die Schulträger und ans Land und an den Bund. Eine Schule, die immer noch ohne Glasfaser unterwegs ist, ist eine Katastrophe. Das darf 2022 nicht mehr sein. Betteln müssen, angeschlossen zu werden. Und das Zweite ist, wirklich in 7 Meilenstiefeln die Vertreter der Plattform, großen Plattform in die Schule einladen, vorstellen lassen und eine Entscheidung treffen. Aber nicht mehr lange abwarten. Also wenn Sie nach einem Learning fragen, dann ist das große Learning, dass wir keine Zeit haben und dass es ohne Plattform nicht funktioniert. Mhm. Herr Jatzombek, Sie sagten anfangs, dass Sie so ein bisschen das Gefühl hatten, dass durch die Pandemie auch diese 7 Meilenstiefel, wie Frau Müller sagt, oder die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht wurde und man da vielleicht ein bisschen undeutscher rangeht und hinne macht. Haben Sie das Gefühl, jetzt wo die Pandemie gefühlt ein bisschen vorbei ist, dass wir diese Geschwindigkeit beibehalten oder fallen wir jetzt wieder zurück in die alten Bestimmungen, Beschränkungen, Vorgaben, Formulare hier und da? Nicht nur in Düsseldorf, auch im Rest des Landes. Sie provozieren mich jetzt dazu, Dinge zu sagen, die ich so nicht sagen möchte. Also ja, ich glaube, das Gefühl haben wir ja alle. Ja, also Corona war tatsächlich mal ein Treiber und jetzt sind viele von den Bedenken, die vorher Dinge ausgebremst haben, kommen jetzt alle wieder zurück auf den Platz. Ja, ich hatte eingangs mal gesagt, das merkt man daran, dass die Idee während der Osterzeit oder davor, wo sehr viele Schüler persönlich halt eben dann in Isolation waren, da hemdsärmelige Lösungen zu bauen, das fand schon vielen Orten nicht mehr statt, weil das Gefühl da war, das ist ja gar nicht so schlimm, das sind ja nur Einzelne. Ich finde übrigens in der Schule ist ganz wichtig, immer auf den Einzelnen auch zu gucken und keinen zurückzulassen. Aber ja, also insofern, ich glaube, wir müssen versuchen, dieses Tempo jetzt wieder hochzuziehen, aufrechtzuerhalten, wie das denn funktionieren kann.
Ja, also wenn ich jetzt vorhin auch Kritik an der Bundesministerin geübt habe, an einer Stelle hat sie einen guten Vorschlag gemacht, nämlich eine Stelle zu bauen, die halt dieses Datenschutzthema ein Stück in Angriff nimmt. Ich höre von meinen Praktikern, wenn du ein iPad einsetzt, da sind so und so viele Apps drauf, da gibt es ständig Updates und mit vielen dieser Updates werden neue Datenschutzbestimmungen fällig, die man bestätigen muss. Und wer ist überhaupt dazu berechtigt, das zu tun? Und für sowas mal vielleicht irgendwie so eine Vorqualifikation auf so einer Bundesstelle zu machen, das finde ich jedenfalls erstmal eine sehr gute Idee, weil darauf könnten sich Menschen in den kommunalen Schulverwaltungen beziehen, darauf könnten sich Menschen an den Schulen beziehen und das muss dann nicht mehr an 400, 500, wie viel auch immer Stellen geprüft werden. Nur seitdem sie diesen Vorschlag gemacht hat, haben wir nicht mehr so viel davon gehört. Das ist das Problem an der Sache. Ich kann es nur ermuntern, das zu tun. Ich glaube, das würde uns extrem helfen. Ja, also Lob und Tadel von Herrn Jatzombek an die Bundesministerin. Aber auch noch mal einen spannenden Gedanken, den ich aufnehmen möchte, Frau Müller, und Sie fragen möchte. Jetzt ist es ja in der Tat so, diesen totalen Lockdown, der steht nicht mehr so im Raum, dass die Schulen komplett dicht sind. Was aber selbstverständlich passiert tagtäglich, ist, dass Schülerinnen an Corona erkranken, sich isolieren, zu Hause bleiben müssen, durchaus mal 2 Wochen. Würden Sie sagen, dass Sie das jetzt, dass Sie diesen Schülerinnen ein besseres Angebot machen, dass Sie die besser ins Boot holen, obwohl sie nicht vor Ort sein können? Vielleicht können Sie uns das mal erläutern. Also definitiv. Ich weigere mich auch nach wie vor, die Begrifflichkeit mitzugehen, zu sagen, die Schulen waren geschlossen. Bei uns waren die Gebäude geschlossen. Der Unterricht hat 1:1 weiter stattgefunden. Und tatsächlich dank der ganzen kollaborativen Möglichkeiten, die wir durch unsere Plattform hatten, durch Videokonferenzmöglichkeiten und so weiter, natürlich hat das Schäden hinterlassen. Und natürlich ist für Kinder, die soziales Miteinander nicht leben können, schlimm. Wenn Sie jetzt fragen nach der Gegenwart und nach der Zukunft, dann ist es total easy, mal zu sagen, liebe Klasse, wir haben alles nur noch kranke Lehrer, ihr bleibt zu Hause, morgen ist Homeschooling. Oder wir hatten den Fall in Niedersachsen, es war Sturm und unsere Kinder finden das ganz doof, dass das Homeschooling gut geklappt hat, weil wir gesagt haben, nichts schulfrei, sondern schön zu Hause vom Sofa aus. Aber in NRW war der Sturm auch. Das heißt, die Erreichbarkeit und das Bildungsangebot ist deutlich besser geworden. Ja, und ich gehe mit, dass wir dieses Tempo wieder hochfahren müssen und zwar sehr, sehr schnell. Und dafür sind auch wir Schulleitungen verantwortlich, den Motor wieder anzuschmeißen. Ich würde da noch mal eine Zahl in den Raum schmeißen wollen, auch vom Nationalen MINT-Forum, weil ich sie wirklich wichtig finde für unsere Arbeit in der nächsten Zeit. Da gibt es Schulen, die haben wirklich super Jobs gemacht, aber über alle, insbesondere über die Grundschulen hinweg, hat man da errechnet, dass 10 bis 13 Wochen an Unterricht fehlen und die sich dann ausweiten am Ende bis zum Abschluss auf bis zu ein ganzes Jahr. Und das ist wirklich für uns eine sehr große Herausforderung, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Denn offensichtlich muss irgendwo Wissen nachgeholt werden und da stellt man sich natürlich die Frage, wie soll das und wann soll das passieren? Dass man jetzt sagt, wir machen nur noch 2 Wochen Sommerferien und 4 Wochen machen wir jetzt hier so Bootcamp. Das wäre zwar ein Ansatz, mit dem es klappen könnte, ich glaube aber, der wird niemals umsetzbar sein. Das wäre sozusagen nochmal ein Riesenthema. Vielleicht schon die letzte Frage an Sie, Frau Müller. Jetzt, weil Sie das gerade sagten, das finde ich spannend, es geht jetzt bei dieser ganzen Digitalisierung ja nicht nur darum, sich irgendwie durch die Pandemie zu kämpfen, sondern man nimmt auch was mit. Und Sie stellen bei sich schon fest, scheinbar eine ähnliche Insel der Glückseligkeit wie Großraum Düsseldorf, aber Sie stellen fest, dass Sie jetzt auch besser gewappnet sind, wenn es mal stürmt. Im Winter kann es in Niedersachsen, um Gottes Willen, vielleicht auch mal schneien. Schüler sind in Quarantäne, Lehrer sind mal krank. Dass Sie also sozusagen durch die Digitalisierung auch grundsätzlich flexibler aufgestellt sind. Ja, also ich glaube, man darf das nicht überbewerten und nicht übertreiben, aber dass wir besser aufgestellt sind und so zukunftsfähig sind. Ich glaube, das wurde eben wichtigerweise angesprochen und das vielleicht mein letztes dazu. Wenn wir Inhalte aufholen wollen, dann reden wir wieder in einer rückwärtsgewandten Pädagogik. Das heißt, wir haben ganz andere Probleme, als tatsächlich jetzt das sozusagen aufzuarbeiten, was an Bildungslücken entstanden ist, sondern das genau zeigt unser Grundsatzproblem, dass wir Bildung komplett reformieren und neu denken müssen. Wir Lehrer können und werden keine Wissensvermittler sein, sondern wir müssen den Kindern tatsächlich reflexives Denken beibringen. Wir müssen filtern sozusagen und den Kindern zeigen, was ist gut, was ist schlecht, was ist Deepfake, was ist Fake News, was nicht. Wir sind mit unserem Bildungskanon auf einem völlig falschen Weg. Und das heißt, das werden wir nie aufholen. Aber wir müssen jetzt mutig sein und tatsächlich auch Bildung neu diskutieren. Und dafür gibt es übrigens schon seitens der Bitkom, seitens des Forum Bildung, Digitalisierung und alle, die wirklich engagiert sind, gute Ideen. Wir können daraus eine zweite Diskussionsrunde machen. Mein Internet klappt ja jetzt. Vielleicht hängen wir noch eine Stunde dran. Ja, thematisch, inhaltlich auf jeden Fall. Von der Zeit her leider nicht. Wie ist das Wetter bei Ihnen auf Mallorca, Frau Müller? Ich habe gehört, das möchte ich Ihnen nicht erzählen. Ja?
So. Fantastisch, ja, sehr schön. Dann umso größeres Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eine Dreiviertelstunde Ihres Urlaubs mit uns zu verbringen. Schöne Restzeit auf Mallorca. Ihnen beiden, Herr Hüppe, Herr Jazombek, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit auch genommen haben, auch aus Ihren Perspektiven, finde ich, sehr spannend berichtet haben. Ihnen hier im Saal, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Thema. Ihnen zu Hause im Livestream selbstverständlich auch. Da jetzt noch die letzte Information, dass der Livestream für heute zu Ende ist. Morgen geht es aber weiter und Ihnen im Saal natürlich noch einen spannenden Tag auf der Didakta. Vielen Dank.